Aufgabe B 1.4. Der Flächeninhalt des Dreiecks A2B2C beträgt 12 Flächeneinheiten. Berechnen Sie die Koordinaten des Punktes B2. Aus Aufgabe B 1.3 ist uns bekannt, der Allgemeinflächeninhalt der Dreiecke ist 0,75x² minus 3x. Ja, es ist nun der Flächeninhalt. Soll 12 Flächeneinheiten sein, also setzen wir einfach ein. 12 ist gleich 0,75x² minus 3x. An dieser Stelle wäre es schon mit Hilfe des Taschenrechners möglich, Lösungen ausrechnen zu lassen. Und zwar bietet sich einmal der Grafiksolver an, andererseits auch über die Funktion Calc und Intersection, wenn man vorher für y1 gleich 12 eingibt und für y2 gleich 0,75x² minus 3x. Also für y1 die linke Seite und für y2 die rechte Seite der Gleichung. Ich benutze aber die Lösungsformel für quadratische Gleichungen, ist auf Seite 10 der Formelsammlung zu finden und dafür muss zuerst die quadratische Gleichung in die allgemeine Form umgeformt werden. Ich ziehe also 12 auf beiden Seiten ab, bleibt stehen, 0 ist gleich 0,75x² minus 3x minus 12, vertausche ich die linke und die rechte Seite, dann heißt es 0,75x² minus 3x minus 12 ist gleich 0. An dieser Stelle kann man auch eine weitere Funktion des Taschenrechners einsetzen, die über Tool Poly 2 erreichbar wäre. Wir haben also nun die allgemeine Form quadratischer Gleichungen. Das wäre ax² plus bx plus c ist gleich 0. Berechnen wir erst die Diskriminante, um zu sehen, wie viele Lösungsmöglichkeiten es gibt. Die Diskriminante lässt sich berechnen durch b² minus 4 mal a mal c. Setzen wir die Zahlen ein. B ist minus 3. Die Klammer nicht vergessen, das Minus wird mitquadriert. Das heißt minus 3 mal minus 3. Also minus 4 mal 0,75 mal minus 12. Und das ergibt 45. Die Diskriminante ist positiv, das heißt größer als 0. Damit gibt es zwei Lösungen. Die erste Lösung lässt sich berechnen durch minus b plus Wurzel aus der Diskriminante geteilt durch 2a. Setzen wir die Zahlen ein. Minus, minus 3 plus die Wurzel aus 45 geteilt durch 2 mal 0,75. Ergibt einen Wert von 6,47. Zweite Lösung lässt sich berechnen aus minus b, diesmal minus der Wurzel aus der Diskriminante geteilt durch 2a, ist gleich minus minus 3 minus Wurzel aus 45 geteilt durch 2 mal 0,75. Und das ergibt einen Wert von minus 2,47. Was jetzt beachtet werden muss, aus Aufgabe 1.2 ist bekannt, x muss größer als 4 sein. Das heißt, die zweite Lösung fällt in diesem Fall weg
und übrig bleibt der Wert 6,47, das heißt, für x gleich 6,47 wird der Flächeninhalt zwölf Flächeneinheiten groß. Jetzt muss noch die Koordinaten des Punktes B2 berechnet werden. Wir wissen, Bn hat die Koordinaten x minus 0,25x² plus x plus 7 und für B2 dementsprechend jetzt das ausgerechnete x einsetzen. Minus 0,25 mal 6,47² plus 6,47 plus 7. Und das ergibt dann die Koordinaten 6,47, 3 für den Punkt B2.